Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Wir spielen jetzt 15th Floor, einem Horrorspiel, bei dem wir nach Hause kommen müssen. Und zwar in den 15. Stock eines Hochhauses. Und wir müssen allerdings wieder auf seltsame Dinge und Anomalien achten, die möglicherweise Gefahr darstellen könnten. Und müssen unseren Weg nach oben finden. Nun, klingt interessant, nicht wahr? Wir sagen neues Spiel und los geht's. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier eine Grafik, die sieht so ein bisschen aus wie das erste Half-Life. Ich weiß nicht, warum wir uns hier einsperren nachts in diesem Haus. Mal sehen. Okay, gut. Der Briefkasten ist auf. Hoffentlich ist das nicht unser. Oder wir haben ihn gerade geleert. Wer weiß. So, mal sehen. Hallo? Können wir irgendwas kaputt machen? Oh, ich liebe es, Vasen kaputt zu machen. Scheinbar kann man nur laufen. Also es gibt nichts irgendwie zu öffnen oder so. Die Controls waren sehr simpel. WSAD. Das war's. Floor Null. Null. Ah ja. Doch, hier geht's was. Guide. Um den 15. Stock zu erreichen und auf das Dach des Wohnhauses zu klettern, beobachten Sie Ihre Umgebung sorgfältig. Ignorieren Sie keine Auffälligkeiten. Wenn Sie eine Auffälligkeit feststellen, gehen Sie sofort zurück. Gehen Sie die Treppe hinunter. Wenn Sie nichts Ungewöhnliches finden, gehen Sie nicht zurück. Gehen Sie nach oben. Gehen Sie vom 15. Stock auf das Dach. Okay, es ist halt einfach nur eine Frau, oder? Eine Frau, die in die Wohnung geht, oder? Sie geht vorbei. Okay, ja, harmlos. Das kann einem immer passieren. Es ist nicht ungewöhnlich. Da ist ein Elektriker. Wir können daher nicht, leider nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist wahrscheinlich unser Haus. Sehr schön. Na, Kumpel? Machst du alles richtig? Direkt reingreifen in die Kabel. Ist immer gesund. Ah, New York. Wir leben also in New York. Slippery when wet. Alles klar. Gut. Was hängt hier noch? Oh. Ah. Der moderne Haarsalon. Mit Körpermassage. Haartherapie. Haarschneiden und Haarstyling. Wahnsinn. Und der Barbie-Wäscheservice. Ach, wie geil. Ah, das muss man sich alles angucken. Cody wird vermisst. Ist ein deutscher Schäferhund, 6 Jahre alt. Unser geliebter Shepherd, also deutscher Schäferhund Cody, der in unserem Apartment lebt, ist verschwunden und muss nach Hause kommen. Okay, wenn wir Cody sehen, ist dann zum Beispiel nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen. Please do not leave garbage in front of the apartments. Also keinen Müll vor die Tür legen. Do not make noise after 10 p.m. Also keinen Krach um nach 10 Uhr machen. 10 Uhr abends. Fire exit. Okay. Ich würde sagen, hier ist alles safe. Gut. Dann gehen wir mal ins nächste Stockwerk. Nummer 1. Okay. Steht das in jedem Floor? Ich finde das schon auffällig. Ah, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Oder? Okay. Nein, jetzt sind wir wieder auf Null. Wir haben es nicht geschafft. Aber was soll denn hier auffällig sein? Vielleicht irgendwas an den Wänden? Ja, ihr kennt das Spiel schon. Ihr kennt das Spiel. Eins, okay. Wollen wir mal sehen. Oh, okay, das ist nicht gut. Feuer ist nicht gut. Kann wieder runter? Ah, okay. Alles klar. Zwei. Ah, verstehe, verstehe. Okay, alles klar. Ah, sie kommt da raus. Deswegen die Türgeräusche, hä? Huh?
Wir müssen vielleicht gucken, ob sie uns anguckt oder so. Error. Okay, Error stand da, glaube ich, immer. Kann sich sonst irgendwas Komisches hier verhalten? Ich würde jetzt sagen, ist alles okay, oder? Ah, 3. Okay, war alles okay. Alles klar. Okay. Wir müssen vielleicht immer warten, wenn sie an uns vorbeischleicht. Ob sie irgendwie ein komisches Gesicht macht oder sowas. Hey Chuck, steht der schon vorher da? Also ich würde sagen, hier ist nichts Komisches, oder? Hier sieht alles gut aus. Oder wie seht ihr das? 4. Okay, okay. War alles in Ordnung. Guten Tag, die Dame. Welcome. Stand da überall welcome? Welcome. Cody, immer noch. Ich würde jetzt sagen, es ist nichts komisch, oder? Nein, es war irgendwas komisch. Dass da überall Welcome stand? Was war denn komisch hier? Ich verstehe es nicht. Da wäre wieder irgendwas komisch gewesen. Hä? Oder ist das schon, wenn da 0 steht, müssen wir wieder zurückgehen? Weil das dann komisch... Nein, wir werden ja zurückgeschickt. Okay, was zum Teufel? Ich weiß nicht, was hier anders sein soll. Ich gehe jetzt einfach zurück. Wir können nicht zurück. Vielleicht ist das der Trick. Wir müssen einfach gucken, ob hinten frei ist oder nicht. Und können dann zurückgehen. Da ist nämlich jetzt zu. Wir können gar nicht zurück. Wir können nur weitergehen. Wenn meine Theorie stimmt, dann müssten wir jetzt auf 1 sein. Das wäre ein bisschen witzlos. Ah ja. Die Tür ist doch anders hier, oder? War nicht eine normale Tür? Wir können aber nicht zurück. Oder geht sie da raus? Können wir ihr dann folgen? Können wir dir folgen? Nee, sie geht einfach nur runter. Ach, da können wir noch her. Wir müssen nicht in die Tür. Wir müssen dann, wenn da, zurück. Was ist, wenn ich hier einfach hinterhergehe? Oh, sie verschwindet! Also ich würde sagen, diese Glastür hier ist komisch. Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Mit den Zimmernummern weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal zurück. Mal gucken, ob wir recht hatten. Nein, wir hatten nicht recht! Die Glastür ist tatsächlich immer da.
keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wenn nichts passiert. Irgendwas war anders. Eins, zwei, sechs, sieben. Für mich sieht hier alles gleich aus. Überall steht Welcome. Pflanze ist okay. Wenn Sie eine Auffälligkeit feststellen, gehen Sie sofort zurück. Gehen Sie die Treppe hinunter. Das Einzige, was mich stört, dass hier überall Welcome, die Welcome-Matte liegen. Das ist komisch. Okay, das ist komisch. Das ist vorher nicht passiert. Jetzt liege ich aber richtig, oder? Das war sehr auffällig. Was könnte denn noch hier anders sein oder komisch oder... Es leuchtet so. Hat das Ding auch geleuchtet? Das würde ich jetzt als komisch empfinden, dass das so leuchtet. Es leuchtet doch regelrecht, oder? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal zurück. Einfach weil ich wissen will, ob es leuchtet oder nicht. Ob das schon komisch ist. Zwei. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ich weiß nicht, ob es das war. Es leuchtet auch. Es muss was anderes gewesen sein. Aber was? 21, 22, 26. Ihr seht bestimmt wieder mehr als ich. Ich würde sagen, ist alles okay, oder? Ist alles okay. Was zum Teufel hat sich denn hier verändert? Bordüre an der Wand. Licht oben. Was ist das da oben? So ein Exit-Sign. Fire Exit. So, er ist hier am Fuckeln. Können sich die Bilder verändern? Oh Gott, da wirst du ja paranoid bei. Ist der Zettel, hat ja immer so einen Knick? Könnte sein. Keine Ahnung. Feuermelder da. Feuermelder da. Ich gehe einfach mal hoch. Eins. Okay, okay. Das sieht gut aus. Ich versuche mir mal alles zu merken. Das ist nicht normal. Nein, nicht normal. Mm-mm. Flackerndes Licht. Nicht normal. Oh Gott, und wir müssen das 15 Stockwerke schaffen. War hier immer so eine Bordüre? Feuermelder. Knick. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass er sich anders bewegt hier, ne? Der grapscht ja immer so rein, so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Red Floor. Wie viele Punkte? 7 Punkte. 9 bis 10 PM, ab 7 Dollar, Laundry Service. Und dann hörst du, Bonnie Masters, Hersteller. Ich. Call now. Push, Fire Exit, Fire Exit. Ich würde sagen, sieht okay aus. Nein! Hier! Was zum Teufel? Das ist nicht okay. Nicht okay.
Okay, auf solche Sachen müssen wir auch achten. Alles klar. Nummer 3. Bordüre ist da, auf jeden Fall. Er grapscht da so rein, ja? Sieht okay aus. Okay, sieht okay aus. Feuermelder da. Die Gabel ist im Pan, kein Neues. Cody wird gesucht, 6 Jahre alt. Shepard, 7 Dollar, 10% Discount, 9 bis 10. Nein! Was ist da passiert? Ich habe es zu spät gesehen. Ich bin gestorben. Oh nein. Hier ist bestimmt alles okay. Nee, hier. Das ist auf dem Kopf. Die Zahlen sind auf dem Kopf. Langsam wird ein Schuh draus, ne? Okay. Ja, man braucht schon eine Weile, um sich die Umgebung einzuprägen, ne? Floor 1. Okay, Zahlen sind richtig rum. Das kommt, weil ich mich zu lange hier mit den Details beschäftigt habe. Manhattan, New York. Ist das richtig geschrieben? Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich weiß es nicht. Muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Nee, war wieder irgendwas falsch. Was zum Teufel war hier denn falsch? Error? Hing die Lampe da? Ich glaube schon. Cody 6 Jahre. 000123. Vielleicht muss man sich auch die Türen angucken. Ganz genau. Die Reihenfolge der Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, würde ich sagen, ist okay. Fire Exit. Aufwärts. Okay. Hier war nichts Auffälliges. Alles klar. Elf, zwölf. Nein. Das war definitiv nicht gut. Gut, wir sind auf 2. Oh Gott, das kann ja ein ewiges Video dauern hier. Aber muss auch erstmal reinkommen, ne? 21, 22. Da war eine Schlange. Nee, so Krabbelfiecher. Oh, ich bin weg. Ich bin weg, du. Weiß nicht, meistens passiert wahrscheinlich was, ne? Vielleicht nicht immer, aber... Meistens. Vielleicht ist es auch am besten, wir warten einfach eine Weile. Und gucken, wie sich diese Szene hier verhält. Ob sie ganz normal an einem vorbeigeht oder irgendwas in dem Bild passiert. 31, 32. ...33, 34... ...35... ...36, 37... Sieht für mich erstmal okay aus. Das Schild sieht okay aus, der Error... ...Hochhaus, New York, er fummelt da rum. Kein Müll, 10 PM, Cody 6 Jahre, 1, 2, 3... Manhattan, New York... Ich würde sagen, sieht safe aus. Fire Extinguisher. Ich sehe nichts. Ich gehe weiter. Ich hoffe, es war richtig. 4. Alles klar. Gut. Ist die Decke nicht normalerweise weiß? Ist sie immer so gräulich?
Geht sie auch immer über die, ja, sie macht immer, sie geht über die Dinger, ne? Okay, 41, 42. Dreiundvierzig, 44, 45, 46, 47, okay. 'Kann die Anzahl der Pins vielleicht falsch sein? Ich bin mir nicht wegen der Decke sicher, ob die schon immer so bräunlich war. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach mal weiter. Also ich würde jetzt sagen, ist alles okay. Mal sehen. 5, ja, also sie ist bräunlicher. Sie ist. Ich glaube, wir müssen wirklich warten, bis sie komplett an einem vorbeigegangen ist. Und auch wie sie so reagiert, was sie so tut. So, guck dir die Zahlen an. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Das ist alles okay. Alles okay. Feuermelder hier. Cody 6 Jahre. Ich glaube, an den Bildern, da verändert sich aber nichts, oder? Oder? Verändert sich da was? Das wäre echt fies. Das wäre mal so richtig fies. Das wäre mal so richtig fies. Okay, ich würde sagen, hier ist nichts geändert. Mir fällt nichts auf, was irgendwie anders sein könnte. Die Lampe hängt da. Sieht gut aus. Sechs. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, es ist echt gut, immer zu warten, bis die Dame vorbei ist. Okay. Rein von der Abfolge. Würde ich eigentlich sagen, wir gehen zurück. Also 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67. Wie sieht es hier aus? Geräusche in Ordnung. Cody 6 Jahre. Sieht für mich safe aus. Oder was meint ihr? Also ich sehe nichts, was irgendwie komisch ist. Nichts, was irgendwie merkwürdig ist. Es sieht harmlos aus. Nichts, was passiert. Ich wage es. Ich gehe mal weiter. 7. Oh, okay. Alles klar. Hat sie eine andere Brille auf? Hat sie einen anderen Gang?
Ist auch Banane bei. 71, 72. 73, 74, 75. 76, 77. Sieht für mich jetzt erstmal gut aus. Cody 6 Jahre. Ich gehe weiter. Also ich sehe nichts. Mir fällt jetzt erstmal nichts auf. Aber das heißt natürlich nichts. Irgendwas war anders. Aber was? Ey, da bist du doch kirre bei. Was war denn anders? Was war denn anders? War es die Brille? Sie hatte eine andere Brille auf. Sie hatte eine andere Brille auf. Sie hat eine schwarze Brille. Schwarze Brille. Gott, ist das fies. Gott, ist das fies. Richtig fies. Es kann überall sein. Es kann vielleicht auch doch in den Plakaten sein. Okay, mal sehen. Okay, das war soweit richtig. Ich weiß nicht, ob der Gang auch anders sein kann oder so. Das wäre mal richtig fies. Also schwarze Brille, blaues Kleid, schwarze Schuhe. Ja, sie tänzelt und sie geht immer über die Fußmatten. Okay. 11, 12. 16, 17. Rechts, links. Muss hoch oder runter sein, oder? Das ist doch falsch hier. Das ist falsch. Das ergibt keinen Sinn. Das ist, da müssen wir auch drauf achten. 2, siehst du? Das ist komisch. Auch auf sowas müssen wir achten. Herrgott. Ja, aber es geht nicht auch darum, wie viele Blätter Chuck hat oder so. Das wäre ja richtig fies. So, sie sieht okay aus. Ja, hoch runter, siehst du? Oh, auf was man alles hier achten muss. New York. Ich habe noch nicht gesehen, dass was bei den Bildern falsch ist. Vielleicht, wenn, dann sind es nicht so Details, sondern es ist halt wirklich so richtig krass, was falsch, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe jetzt hier wieder nichts gesehen. Fire Extinguisher. Sieht für mich jetzt erstmal okay aus. Ich gehe mal weiter. 3. Okay, das sah gut aus. Und ich dachte noch, die Brille. Hat die eine Brille auf? Ist das die richtige Brille? Es kam mir so komisch vor. Und wir waren schon auf Level 7. Verdammte Scheiße. Einunddreißig, 32, 33, 34. 35, 36, 37. Oh, okay, er ist weg. Ah! Oh mein Gott. Wer kommt da? Oha, aha. Chuck ist zu groß. Chuck ist viel zu groß. Chuck ist einfach zu groß. Direkt gesehen, Level 5. Nur noch 10 Stockwerke. Das ist auch nicht richtig. Okay.
Die tänzelte. Level 6. Das sieht wieder okay aus. Das sieht okay aus. Aber ich warte, bis sie an mir vorbeizieht und sie keine komischen Sachen macht. Okay, Brille, okay. Chuck sieht okay. Nein! Nein, das war nicht der Klempner. Der Dingens, wie heißt der? Okay, Level 7. Der Elektriker. Das war nicht der Elektriker. Das meine ich damit. Sie sieht normal aus. Okay. Elektriker, okay. New York. Red Floor, okay. Kann auch in dem Kasten was komisch sein? Die Anzahl der Kabel oder so? Ich weiß es nicht. Cody. Sieht für mich okay aus. Sieht für mich alles okay aus. Also ich würde sagen, es ist okay. Ihr könnt gerne, wenn ihr was seht und ich falsch lag und ich sage, ich sehe hier nichts, dann könnt ihr gerne mit Timestamp das kommentieren und könnt mir sagen, was ich übersehen habe. Es interessiert mich wirklich. Es interessiert mich wirklich. Nein, es war irgendwas falsch. Was war falsch? Ich check's nicht. Vielleicht muss man hier mal beide Seiten begutachten. Wenn ich jetzt wüsste, ob man auf den Text achten müsste. Oder nur auf die Bilder oder so. Hat er zum Beispiel immer einen Hut auf, weißt du? Weiß ich jetzt nicht. Kannst ja nicht alles mehr. Ich gehe einfach mal weiter. Wird schon falsch sein. Na, alles gut. Okay, er hat einen Hut auf. Sieht gut aus. Hut auf. Ich würde sagen, es ist alles gut. Aber ist wahrscheinlich eh falsch. Ne, es war richtig. Es war richtig. Okay. Floor 2. Okay. Ja. Hund. Ich mag es, wenn es so eindeutig ist. Aber dieses Subtile, irgendwas anderes, sehe ich nicht. Hier sind keine Nummern an der Tür. Keine Nummern an der Tür. Direkt aufgefallen. Floor 4. Wir sind bis 7 gekommen. Das letzte Mal.
Sieht okay aus, oder? So, der erste Blick, alles gut. Bewegung gut, Brille gut, Kleid gut, Schuhe gut. Nichts was Komisches. Hier hoch runter. Active. Das ist falsch. Da muss Error stehen. Nummer 5. Okay, der Gang war gut. 57, 51, 52. Error, hoch, runter, Haus. Red Floor. New York. Hat einen Hut auf. Chuck ist okay. Heißt es Extinguisher? Distinguisher? Feuerlöscher. Extinguisher. Feuerlöscher. Ja, okay. Beziehungsweise fängst du ja schon an allem zu zweifeln. Also ich würde sagen, hier ist okay. Nichts Komisches. Ich hoffe, ich hatte recht. Level 6. Alles klar. Sieht für mich jetzt, bis jetzt, okay aus. Nee. Nope. Nummer 7. Richtige Brille. Alles gut. Zahlen da. Zahlen richtig rum. Error hoch runter. New York. Red Floor von beiden Seiten. Wäre fies, wenn hier die Anzahl der Boote anders wäre oder irgendwie sowas. Also es sieht für mich alles okay aus. Für mich sieht alles okay aus. Ich sehe nichts, was irgendwie komisch ist. Sieht safe aus. Nein! Was war's denn? Oh, das macht einen irre. Es macht einen einfach nur irre. Ist es doch irgendwas auf den Zetteln? Irgendeine Zahl, was falsch ist? Ah, das ist eindeutig falsch. Na?
Sieht okay aus. Nein! Okay, also das Gute ist, es ist jetzt immer was Neues scheinbar. Also da gibt es echt viele Versionen. Warte, ich muss deine Brille nochmal sehen. Sieht okay aus. Ich bin jetzt schon wieder wegen dieser Lampe nicht sicher, ob die wirklich drei so Dinger hatte. Wenn nicht direkt irgendwie was auffällig ist, dann ist das auffällig, finde ich. Weil die Tür zum Beispiel immer blau. Ich weiß, ich gehe jetzt mal weiter. Nummer 4, also das war richtig, Lampe richtig. Du siehst gut aus. Also mir fällt jetzt so erstmal nichts auf, was komisch wäre. So, auf den ersten Blick nichts, was komisch ist. Der hat doch immer so eine blaue Hose an, ne? Ja. Ja. Ich gehe mal weiter. Also ich würde sagen, ist okay. Treppe rauf. Es ist doch zum Verzweifeln. Es ist doch zu verzweifeln. Was war da denn anders? Es kann nur in den Bildern sein und das so. Oder irgendwie die Anzahl der Kabel? Kann es wirklich so ein Detail sein? Irgendwie sowas? Irgendwas im Bild? Irgendwas Gruseliges im Bild? Ha! Ja! Das war ja einfach. Boah, wir werden niemals Level 15 erreichen. Nein. Hattest du ja immer eine Glatze? Ey, ich bin... Die Fire Exit ist falsch. Falsche Stelle. Falsche Stelle. Warte, Babe, ich komm mit. Wir gehen zusammen durch die Tür. 3, alles klar. Habe ich sowas schon mal übersehen? Der sitzt nicht richtig. Der guckt anders. Direkt falsch. Direkt auffällig. 4. Die Chuck gehört da nicht hin. Chuck gehört an das Ende. Auffällig. Weiter. Okay. Let's do this. 51, 52. 56, 57. Welcome, welcome. Error, rauf, runter. New York.
Also ich habe noch nie was bei den Bildern gesehen. Zumindest, dass mir da was aufgefallen ist. Der Müllsack, es gehört da nicht hin. Kein Müll vor die Tür. Ist ja auch verboten. Das sind die Regeln. So, statistisch gesehen, da wir jetzt so viele Anomalien hatten, müsste jetzt eigentlich mal wieder ein Raum ohne Anomalien kommen. Also ein Floor. Tja. Also für mich sieht's okay aus. Für mich sieht's richtig aus. Für mich sieht's richtig aus. Ich gehe mal weiter. Ist eh falsch. Ist eh falsch. Nee, war richtig. Alles gut. Nummer 7. Wir waren noch nie in der 8, glaube ich. Auf jeden Fall nicht gut. Wir sind in der 8. Wir waren noch nie in der 8. Nein, nein, nein. Keine kleinen Damen, die der Großen folgen. Nope. Nein. Fußmatten fehlen. Nichts wie weg. Zehn. Oh mein Gott. Nur noch 5 Etagen. Sieht okay aus. Auf den ersten Blick sieht das okay aus. Welcome. New York. Also wenn es jetzt irgendwie was in diesen Bildern ist, dann wäre das halt richtig, richtig fies. Weil ich würde jetzt sagen, hier sieht es okay aus. Der Chuck ist okay, die Feuermelder sind da. Das Sign ist richtig. 104, 103, 102, 101. 105, 106, 107. Die Lampe hat drei Dinger. Hier steht Error hoch, runter. Der sieht auch aus wie immer. Ich würde sagen, ist gut. Fire Extinguisher. Also nichts, was mir auffällt. Die Vase steht auch da. Ich versuch's einfach mal. 11! Kann man speichern? Wieder. Weiter, meint er wohl. Okay, 11. Auf den ersten Blick alles gut. Richtige Brille. Fußmatten. 111, 112. Hier sieht alles gut aus. Error. Er fuckelt darum. New York. Scheiße, es sieht alles gut aus. Es sieht alles gut aus, aber es könnte natürlich sein, dass irgendeine Kleinigkeit falsch ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit dieser Bordüre aussieht.
Ob die auch hier war? Okay. Gucken wir auf die Bilder. Er hat Nut auf. Also ich würde sagen, ist alles gut. Es ist nichts, was mir komisch vorkommt hier. Es ist einfach nichts dabei. Ich würde weitergehen, aber bei meinem Glück ist es falsch. Sind die Türen auch direkt immer nebeneinander? Und dann kommt der Feuermelder? Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich gehe mal weiter. 12. Okay, ich hatte recht. Oh mein Gott. Wir haben es fast geschafft. Endspurt. Hoffentlich wird es einfach. Nein. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das kannte ich aber auch schon. Das erste Mal, dass ich was wiederholt hat, glaube ich. 13. Okay, Chuck sieht gut aus. Sie tänzelt nicht. Fußmatten sind vorhanden. Brille ist die richtige. Ah, hat sich schon wieder wiederholt. Die Puppe. Oh mein Gott, noch 2. Das wäre jetzt so ärgerlich, wenn jetzt ein Fehler passiert. 14. Okay, nichts, was dir direkt auffällt. 41, 42. New York, Error, hoch runter. Ich würde sagen, ist safe. Hier ist nix. Ich würde sagen, ist safe. Ist safe. Mir fällt nichts auf. Sieht gut aus. Aber ich kann natürlich auch daneben liegen. Ob das Schild jetzt andersrum steht, keine Ahnung, könnte sein. Aber ich meine, es steht immer in die Richtung. Ich gehe weiter. Ich riskiere es. Die Vase ist da. 15! Oh mein Gott! Ist jetzt die Frage. Gehen wir weiter oder zurück? Sie zeigt keine Auffälligkeiten. Keine Auffälligkeiten. Ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? 151, 152. New York. Error, hoch runter. Es ist richtig ausgerichtet. Lampe ist richtig. 53, 154, 155, 56, 57. Welcome, welcome, welcome. Alles gut. Bilder. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass bei dem Bild irgendwie was falsch ist. Also wenn, dann war es nur eine Anordnung. Fire Extinguisher. Sieht für mich okay aus.
Aber das habe ich schon so oft gesagt. Ich gehe weiter. Also mir fällt hier nichts Komisches oder Gruseliges auf. Weitergehen. Wir haben es geschafft. Was? Tür C ist offen. Okay. Okay, ja. 15th Floor, Game Developer, Ugo Ipek. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Game Developer Tahir. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tahir. Ja, ich fand's cool. Oh nein, wir fangen schon wieder hier an. Ich frage mich, wie man in die anderen Türen kommt, ob man dann direkt alles richtig haben muss. Wir können ja mal gucken, wie gut wir es hinkriegen, so auf den ersten Blick. Aber ich würde sagen, der erste Floor ist okay immer. Das erste Level ist bestimmt immer okay, damit man sich alles einprägen kann. Speedrun-mäßig. Ich will jetzt einfach nur mal gucken. So, auf 1. Hier ist Blut. Ja. Ich weiß nicht, wer da kommt. Ich will einfach nur weg. Okay, wir machen einen Speedrun-Versuch. Ob es klappt oder nicht. Ob es klappt oder nicht. Sie hat eine andere Brille auf. Weg. Drei. Alles klar. Sieht wieder gut aus. Alles gut. Hier ist auch gut. New York. Hier ist nix. An der Tür sind Zahlen dran. Bilder sind da. Türen. Zahl. Fire Exit. Hier ist alles gut. Ich würde sagen, weiter. 4. Da kommt sie wieder. Chuck steht da. Falsche Stelle von Chuck. Steht er eigentlich auch da hinten? Nee, steht er nicht. Wie kann mir sowas nicht auffallen? Wie ist mir sowas vorher nicht aufgefallen? 5. Chuck steht da. Zahlen sind dran. Error. New York. Schild steht richtig. Hoch, runter. Das sieht gut aus. Zahlen sind dran. 56, 57, 51, 52. Welcome. Okay. Okay, okay. 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 Sieht für mich safe aus. So, wenn es jetzt falsch ist. 6. Alles klar. Zahlen sind dran. Dinger. Ah! Okay. Hey, vielleicht speedrunnen wir das jetzt noch hier zum Schluss. Das wär's doch mal. 7. Der gehört da nicht hin. 8. Zahlen sind dran, Fußmatten legen. Okay, Error, hoch, runter, Schild steht richtig, er fuckelt rum, New York. Gut. 81, 82, sieht für mich okay aus, die Bilder okay. Ich habe noch nie was an den Bildern gesehen. Wie sieht's hier aus? Fire Exit, Chuck steht in der Ecke, keine Türen vertauscht. Wenn man weiß, worauf man achten muss. Okay, gucken wir mal. Ich würde sagen, ist okay.
9. Zahlen sind dran, Fußmatten legen. Richtige Brille. Error, hoch, runter. Fuckel, New York. Okay. Sieht für mich okay aus. Sieht für mich erstmal okay aus. Mal sehen, was hinter der Ecke wartet. Ich weiß nicht, ob da... Ist das Schild an der Seite oder ist das oben drüber? Eine Sache, die ich mir nicht gemerkt habe. Das könnte schon reichen. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte natürlich an der Seite sein. Aber ich würde sagen, es ist okay soweit. Error. Also wenn dann war es das Schild an der Seite. Wenn dann war es das Schild an der Seite. Aber ich bin mir nicht sicher. 10. Schild an der Seite war okay. Okay. Kann ich mir merken. Sieht gut aus. Zahlen gut. Nee, da ist einer. Da hat einer um die Ecke geguckt. 11. Okay. Zahlen sind dran. Die Frau ist da. Hat die richtige Brille auf. Hoch runter, Error. Okay. 116, 17. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Sieht okay aus. Mir fällt hier nichts auf. Mir fällt nichts auf. Ich würde weitergehen. Mir fällt nichts auf. Sieht okay aus. Ist die gelbe Linie immer da? Ja, irgendwas war falsch. Ah, oh, wie ärgerlich. Ah, ich weiß nicht was, aber es reicht mir jetzt auch für heute. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich werde es jetzt nicht nochmal versuchen. Ich will nur gucken, ob die Linie da ist. Aber ich habe sonst nichts gesehen. Alter, ich habe nichts gesehen. Doch, die gelbe Linie ist da. Sieht für mich okay aus. Es ist doch... Ja gut. Also, wenn euch das Spiel gefällt, kauft euch das Spiel gerne. Hier war tatsächlich alles in Ordnung. Wie gesagt, schreibt gerne rein, wenn ihr was seht. Oh, Feuer. Feuer. Was ihr gesehen habt, was ich vielleicht übersehen hätte, weil ich habe dann wirklich keine Ahnung, was es ist. Ich habe eigentlich auf alles geachtet, dachte ich zumindest. Aber ihr kennt das ja. Man sieht manchmal als Zuschauer mehr als Spieler. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar und ein Like da, würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.